sucht euch einen schönen Platz. Ja. Und wie ist es? Verzaubernd. Ja. Besser als die Droschke. Thorsten, ja. Kurs Halle an der Saale. Okay. Gut. Wir fahren nach Halle an der Saale. Ja, kenne ich. Weil wir, also es ist in der Sendung so, dass wir uns Gäste einladen, die sich was gewünscht haben von uns. Jetzt ist das unsere Jubiläumssendung. Da haben wir gedacht, wünschen wir uns mal was. Wir wollen nämlich jetzt den Sommerurlaub fahren. Und weil ihr euch ja so mit Garten auskennt, du hast ja auch einen Song bei dir im Garten aufgenommen. Ja. Und weil du da so auch Ahnung hast, haben wir gedacht, dass wir haben jetzt einen Garten neu. Seit 2 Wochen gepachtet. Ja, was haben wir mit dem zu tun? Dass ihr den für uns hütet über den Sommer. Ist der groß? Spielt ja jetzt, nicht so groß. Das kann man zu zweit gut schaffen. Das ist ja toll. Dürfen wir Freunde einladen? Freunde einladen, alles. Krach machen. Bis 4. Nachbarn sind bis cool. Bis 4 Leute. 4 Uhr früh? Die Nachbarn sind cool. Wir haben einen Spanier zur Rechten als Nachbar. Ah, ich kann ein bisschen Spanisch. Ehrlich? Hola. Ja, ich kann Más despacio. Oder Master. Das heißt sowas wie Entschuldigung. Hattet ihr denn eine gute Anreise? Also jein. Also Thorsten ist super gefahren, gekutscht, gedroscht. Gedroschkt. Aber es war halt echt lange, ne? Ja. Ihr seid im April losgefahren, ja. Oder? Ja. Und durch das Tschechien? Ja. Durch? Ja, über Prag sind wir. Prag. Man verliert dann so ein bisschen. Ja. Die Lust. Die Lust. Darf ich Christel schreiben? Nein. Nee, ne? Nein. Magst du nicht. Ich mag es auch nicht, wenn man Kordel sagt. Kordel. Heißt nämlich Cordula. So, ich schreibe Christina. Oder möchtest du einen Spitznamen haben heute? Ralf oder so? Ich möchte heute heißen Penelope. Ja? Ja. Ich mach das. Warte, dann mache ich das. Ist das mit Akzong? Ja. Ja, ne? Auf dem O? Penelope. Penelope. Was ist passiert? Es gibt Ärger. Darf ich dir das an die Brust drapieren? Ich mach so, ja? Gerne. Ich arbeite mit dem Stift, dass ich nicht so... Ja, so. Und, junger Mann? Ja? Ich schreibe mal deinen Namen. Junger Mann, möchtest du mit Doppel-L geschrieben sein? Oder mit einem L? Eigentlich egal, aber es ist doch total langweilig, wenn ich jetzt das Einzige mit meinem richtigen Namen da sitze. Das stimmt. Deswegen frage ich ja, ob Rollo mit Doppel-L oder mit einem L. So. Natürlich mit 3. 3L. Soll ich dich Rollo nennen? Ja. Ja. Gut. Gerne. So. Wir verraten in der ganzen Sendung nie, wie der Olli mit richtigen Namen heißt. Das ist gut. Niemals. Ich schreibe Rollo mit 3L. Ja. Wollen wir das bekommt so eine Dynamik. Ja. Das finde ich gut. Darf ich das hier, weil hier alles markenbereinigt sein muss, ich klebe das hier rüber. Das ist gut. So. Dankeschön. Sieht super aus. Wer der Olli ist, das sagen wir noch. Es sind ja nicht alle Zuschauer so, ne? So wie wir, dass die euch kennen. Ja. Deswegen habe ich hier was vorbereitet. Ich möchte noch was vorlesen. Sie ist die Queen of Rock. Die stimmgewaltige Künstlerin hat mehr als 180 Millionen Platten verkauft und zählt zu den erfolgreichsten weiblichen Rocksängerinnen aller Zeiten. Nun ist sie wieder auf Tournee und kommt für 16 Konzerte nach Deutschland. So schreibt die Presse über Tina Turner. Wir gucken jetzt einen Film über Christina Stürmer. Möchtest du den einlegen, Ines? Ja. Ist doch deine Aufgabe. Dankeschön. Immer. Bitteschön. Wir haben alles hier im Bus, Kino, alles. Und los geht's. Christina Stürmer kommt von ganz weit her, nämlich aus Österreich. Dort können alle Leute sehr gut jodeln und prima iPod spielen. Christina kann das nicht, aber sie singt dafür sehr gut und kann viele andere Instrumente spielen. Damit es nicht aufhört. Früher hat sie mal Buchhändlerin gelernt. Aber das war nur ein kurzes Kapitel, sie hat nämlich noch mehr gelernt. Seit sie klein ist, macht sie Musik, spielt Saxophon und Querflöte, singt in verschiedenen Bands. Der Durchbruch kommt mit der österreichischen Variante von Deutschland sucht den Superstar und ist erstmal ein Rohrkrepierer. Sie wird nur Zweite. Platz 1 ist sie erst anschließend, wie fest betoniert in den Charts. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern sogar in Deutschland. Trotzdem bleibt Christina der nette Star von nebenan. Sie demoliert keine Hotelzimmer, sie engagiert sich für soziale Projekte. Christina macht ziemlich wilde Musik. Sie selber ist auch ziemlich wild. Sie ist zum Beispiel tätowiert und trägt coole Sachen.
Am liebsten Unterhemden, in denen niemand so gut aussieht wie sie. Inzwischen hat sie ihr 6. Album draußen. Ich höre auf mein Herz. So heißt es. Und wie der Name schon sagt, hat es jede Menge Bums. Sehr bewegende Bilder. Keiner sieht so gut aus in Unterhemden wie ich. Ich finde gut, sie engagiert sich für soziale Projekte und dann sieht man euch alle mit Bierflaschen. Mit Bierflaschen. Wir haben auch hier extra für euch Millionen Lichter, damit ihr euch zu Hause fühlt. Apropos zu Hause, ihr kommt aus Österreich. Ja. Aus welchem Kanton genau? Kantone gibt es nur in der Schweiz, ne? Aber das gehört ja zusammen. Ja, richtig. Für uns gehört das zusammen. Das ist für uns ein Brei mit Bergen. Mit Bergen. Ja. Nein, ich bin in Oberösterreich geboren. Ja. Wohne aber jetzt in Niederösterreich. Lower Austria. Yes. Ist da so Weinviertel und so? Ja, genau, da wohnen wir. Im Weinviertel? Ja. Das ist ja, gehört ja zur pannonischen Vegetationszone, also zur Floralregion, der pannonischen Floralregion, was sich ja deutlich unterscheidet von der Vegetation im westlichen Österreich. Seid ihr deswegen dahin gezogen oder warum? Ja, deswegen. Ja. Nee, wegen dem Wein. Okay. Gern mal hier? Ich muss in meinem früheren Leben ein Reblaus gewesen sein. Ein Reblaus, ja. Stimmt. Habt ihr ein Weingestüt, ein eigenes? Ein Weingestüt, ja, natürlich. Jeder hat dort Weingestüte. Es sind aber echt viele so Weinberge oder Dings daneben, ne? Trinkt ihr gern was? Wollt ihr was trinken? Wollt ihr, genau. Soll ich mal... Ich könnte das auch mal machen, damit ich mal was mache. Mach doch mal was, Ines. Wollt ihr eine Limo trinken? Ach so, oder eine Limo, eine Limonade? Oder Obi. Ja, dann auf einen schönen Urlaub für uns, wenn unser Garten gepflegt wird. Ja, also ich gucke mir dann mal den Garten an, ob das überhaupt... Thorsten? Läuft's? Läuft wunderbar. Hast du das Fenster offen? Mm. Nee, wa? Nee. Der Bus pfeift so, wa? Gut, ne? Das schmeckt ja toll. Pfeift so. Ingwer ist für die Stimme gut, ne? Mhm. Hast du so ein geheimes Stimmenrezept? Du singst ja viel, ne? So Hobby und auch Beruf. Ja, ich singe sehr viel und sehr gerne. Und Ingwer-Tee mache ich mir immer. Also aus frischen Ingwer schnibbeln. Ja. Das muss eigentlich immer bei uns Backstage sein. Oh, hier waren Glasscherben drin. Egal. Das lassen wir. Das ist Quatsch. Du hast jetzt, habe ich gesehen, im Internet sogar, weil ich nicht live in Stockholm war, hast du gesungen auf der Bühne. Ja. Mit einem meinem Lieblingssänger. Ja? Mit einem relativ bekannten Sänger. Echt? Ja. Das ist dein Lieblingssänger? Ja, mein Lieblingssänger. John? Nee, ist Neil Young. Achso. Ist ja fast das gleiche. Ja. Du hast in Stockholm mit John Bon Jovi gesungen. Warum? Weil er angerufen hat. Genau, nee. Weil die Tour heißt Because We Can. Yeah. Deswegen. Ja, okay. Ganz klar. Yeah, because we can. Klar. Klar, ja klar, nee, klar kann ich das. Nee, wir spielen ja die komplette Deutschland-Tour und das eine Österreich-Konzert von Bon Jovi spielen wir ja als Vorband in den Stadien. Und das ist also richtig fett. Und da haben wir Wien gespielt und München gespielt und nach dem München-Konzert wollte dann nur so mein Manager, der Thorsten und ich, wollten nur Tschüss sagen. Mhm. Und halt danke, es war alles toll. Und wir sehen uns dann sozusagen in einem Monat in Berlin, wo eben das nächste Konzert ist. Und dann war irgendwie so, ja, kennst du das Lied Who Says You Can't Go Home und ob ich mir das mal anhören möchte, ob mir das gefällt. Und weil John möchte das gerne, das singt er so gerne und er würde das gerne dann als Duett singen. Und dann haben wir uns einfach geeinigt, dass wir sozusagen nach Stockholm, also dass ich nach Stockholm als fliege. Als Probe wollte ich gerade sagen. Erstmal nicht zu Hause, oder Zimbabwe oder so, irgendwo weit weg. Naja, da haben ja die sowieso gespielt. Also Bon Jovi haben wir dort noch. Ja. Die haben extra deswegen den Auftritt gemacht. Ja, lass mal mit der Christina nochmal proben. Genau, auf so einem Fischmarkt in Stockholm. Noch nicht gleich so. Oder? Nein. War schon groß, oder? Was war da? Wie viele Leute waren dort? Olympiastadion? 40.000, 50.000? Viele Leute auf alle Fälle. Ja. Und da bin ich dann oben gestanden, da hat er mich auf die Bühne geholt und meinte ihm dann, Christina Stürmer, come on babe, I need your help. Das ist schon gut. Da hast du ein bisschen das überrascht getan wahrscheinlich, oder? Oh, für die Fans. So nervös, total. Ich? Nein, ich war so nervös und ich glaube, Olli hat 500 Fotos gemacht unten, weil er sich mit mir so gefreut hat. Warst du stolz? Ja, natürlich.
Wir waren ja auch noch nie in Stockholm. Das war irgendwie alles so sehr aufregend auf alle Fälle. Und der ist total nett. Darf ich dir ein Angebot machen? Ja, gerne. Wir spielen ja auch eine Deutschlandtour, immer eigentlich, seit 10 Jahren. Und wir spielen Heart of Gold von Neil Young. Und da könnten wir auch sagen, Penelope Sturmer würdest du bei uns mal singen? Als, oder als Bon Jovi. Dass du als Bon Jovi singst bei uns. Kannst du jetzt ein bisschen gucken, ein paar Fotos machen? Und so, ja. Dass du das übst, könntest wie das vorstellen? Bon Jovi aussieht. Ich glaube, sie kann sich das nicht vorstellen. Schade. Ja, also ich kann mir dann echt viel vorstellen. Aber mach's, Olli. Ich mach's. Kein Problem. Das war lecker. Ich tue das hier hin. Bist du gerade geflogen nach Stockholm? Ja. Musstest du, ne? Wie war das für dich? Also für mich ist Fliegen ja nicht so ja, toll. Ja, habe ich gelesen. Aber Busfahren, deshalb ich versuch's Busfahren jetzt geht. So. Busfahren geht super. Thorsten, du fährst toll. Thorsten hört gar nicht, der Thorsten schläft. Thorsten ist ein Psychopath genug. Autopilot. Würdest du sagen, dass das so im Moment das der Höhepunkt deiner Karriere ist mit John Bon Jovi in Stockholm? Also das mit Bon Jovi ist schon richtig fett. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt das Coolste ist, was wir je gemacht haben, aber es ist für mich persönlich einfach so schon eine unglaubliche Erfahrung halt einfach. Und das kann mir halt echt keiner mehr nehmen, ja, dass ich mit John Bon Jovi auf der ja Bühne gestanden habe. So eine Art Lohn ja für die gesamte Zeit des Musikmachens. Wir haben einen, hier in dieser Gegend schwirrt einer rum, so eine Art Superheld, Musik-ADAC. Ah, der reelle ja Rentko. Aha. Der kann die Charts der 90er auswendig. Roxette so, zum Beispiel. Das stimmt. Listen to your heart. Ja. So, 90er-Hit. Listen to your heart. Roxette. Was war das ja, ein gutes Lied? Ja, kenne ich auch. Ja? Also Roxette ist, glaube ich, Olli ganz. Bist ja du Fan? Fan ist ja auch geil. Ja. Ja. Also, Roxette war mein erstes Album, das ich jemals gekauft habe. Wirklich? Joyride, ja. Geiles Album, oder? Ja. Fand ich auch. Echt? Wenn ihr also sagt, ich würde gerne mal was von Roxette hören, ja, dann funke ich den an ja mit dem Funkgerät und dann kann der in 3 Minuten da sein. Können wir irgendwie, wir können ja Pinkel draus machen. Das wäre ja geil. Ich würde auch mal. Von dem ja, die Limo, die Limo, die ist so ein bisschen. Thorsten, machen wir Small Pisse Stop. Das ist ja isländisch, heißt, wir machen eine kleine Pinkelpause. Ja. Und da funken wir den Rentko an, ja, gehen wir schön pinkeln in Ruhe. Na, wie sagt ihr in Österreich? Brunzen? Nee. Das ist ziemlich das Widerwärtigste, was es ja gibt. Also das gibt es, das Wort. Ja. Aber das wurde uns boah, gesagt das ist dafür so richtig ein widerliches, ja, grausliches Wort. Wir haben mal, bei uns als Kinder haben wir immer gesagt Lulu. Okay. Das ist ja... Also Brunzen oder Bibi. Ist, das ist richtig... Das ist richtig... Das ist richtig also richtig, ja. Man kann also nicht sagen, diese Toilette erhält von mir eine Brunzenmedaille. So, wenn die schön ist. Bei so einem Wettbewerb. Kann man nicht sagen. Geht nicht. Geht gar nicht. Das ist unter aller, das ist unterste Kanone. Oh mein Gott. Okay. Wir haben ja eine Toilette im Bus. Thorsten, können wir bei dir auf Toilette gehen im Bus? Also Jungs, eigentlich nicht. Wie, Jungs nicht? Oder also Christina darf, aber Jungs nicht. Da müssen wir anhalten am Rastplatz. Und wieso? Gehen wieso, okay, weil du glaubst, dass sie im Stehen pinkeln? Richtig. Ah ja. Das ist, glaubst du, Christina pinkelt im Sitzen? Ich funk mal den Rentko an, der kann genau mal zu dem... Wie heißt der Rastplatz? Kabelsalat, ne? Oder? Irgendwie so ein Name. Kabelsalat. Ja. Zeig mal bitte fürs Boot, wenn du... Wenn wir auf unserer Yacht unterwegs sind. Ja, wenn sind ihr auf eurer Yacht unterwegs seid. Vorsicht. So. Auf dem Meer, das gleiche in Österreich ist. In der österreichischen See? Ja. Vorsicht. Das ist der heiße Strahl. Ich schlage dich oh zur Ritterin und dich auch. Aber ich glaube, aber da ist so ein bisschen eine Verspannung. Ist schön. War das schön? Oh ja. Andere Seite? Nein, das ist hier schlimm. Ja. Ich habe Zeit. Ja. Ich würde jetzt total gerne was von Roxette hören. Ja. Soll ich Roxette? Den? Ich funk den Rentko mal. Ich mach dann gleich weiter. Ja. So. QRZ reeller Rentko. Reeller Rentko QRZ. Ja, Rentko, wir haben hier eine musikalische Frage an dich. Wir würden gerne was von Roxette hören, der Lieblingsband
von Rollo. Kannst du das bewerkstelligen? Alles klar. Wir treffen uns am Rastplatz Kabelsalat. Bis gleich. Over and out. Er kommt. Ganz toll. Er kommt. In 3 Minuten ungefähr. Ja. Ja. Was mich noch interessiert hätte, du hast bei Scotty gesungen. Ja. Und in einer Gruppe, die hieß Zulu Melina. Melina. Dass das überhaupt jemand erwähnt, finde ich grandios. Das finde ich eben auch grandios. Und meine Frage ist, warum oder woher der Enterprise-Bezug immer? Der was-Bezug? Raumschiff Enterprise. Ach so. Scotty, das ist aber spannend, ja. Zulu ist ja der Commander. Der, ich weiß. Der, und Scotty. Das hat einfach so... Das ist ja total geil, das habe ich noch nie so gesehen. Ja, deswegen. Ich habe nee, ich mag lieber Star Wars. Mag ich lieber wie Star Wars. Wie da bin ich raus. Das habe ich nie so richtig geguckt. Star Wars? Ja, du kennst Star Wars? Ich kenne das, aber ich habe, glaube ich, eine... Gibt es so Folgen? Ist das mit Folgen? Oi, also mit dem wollen wir nicht mehr reden. Nee. Wir lassen es über den Waldmond Endor. Ja, der Waldmond Endor soll Thema sein. Ja. Und die Evox. Sind das die so ja. reden? Die so in der Jacke drin. Ja, die mit der Jacke. Die fand ich übrigens sehr niedlich. Wenn die kommen, die ganz viele Evox, ja. Millionen Lichter. Ja, stimmt. Ist das, aber das sind doch nicht die Evox. Die Evox sind doch die Evox. Ich wollte euch doch testen, ob ihr wirklich Star Wars-Fans seid. Sehr gut, Rollo. Ja. Sehr gut. Natürlich. Ich kenne mich auch nicht aus dem Star Wars. Nee, ich hoffe, ich weiß. Was habt ihr früher so für Kinderserien geguckt? Dann? Bei uns, das ist eine schwierige Frage, weil wir, also ich zumindest, wir hatten einen sehr schlechten Westempfang. Ja. Und deswegen haben wir L&T geguckt und 1, 2, 3 allerlei. Das war mit so einem kleinen Hamster. So. Ja. Aber es gab gar nicht so viele Kindersendungen. Echt? In der DDR. Es gab unfassbar viele Kindersendungen in der DDR. Jeden dann Tag. Durfte ich die einfach gar nicht immer gucken. Ja. Deswegen. Meine Eltern haben gesagt, nee, es kommt nichts. Und dann war immer auch Testbild. Die haben also auch so gesagt, wir haben doch gar keinen Fernseher. Bis du es mal rausgekriegt hast, dass ihr sogar ein Wohnzimmer habt. Als du aus dem Schrank durftest unter der Treppe. Das ist gemein. Die Narbe hast du auch nicht mehr. Nein, also wir hatten einfach nicht. Also wir haben nicht so viel. Ich habe in meiner Kindheit habe ich mich sehr viel draußen aufgehalten. Sonst hättest du reagiert auf Harry Potter. Ich habe ein Kompliment gemacht wegen Harry Potter. Ich habe doch nie. Ich kenne auch Harry Potter nicht. Echt? Hast du das alles gelesen mit der Narbe und dass du im Schrank gewohnt hast? Harry Potter ist rausgekommen, wie ich eben gerade in der Buchhandlung gearbeitet habe. Und ich habe mir dann die Bücher immer ausgeliehen für meine Mittagspause. Und dann haben sie dir gekündigt, weil du nicht festgelesen hast. Im Schrank. Mit Stirnlampe. Ich wollte dem Ines mal zum Geburtstag ein Buch schenken. Ja. Gesagt, soll ich dir vielleicht ein Buch schenken? Da hat er gesagt, nö, ich habe ja schon eins. Ist das so dick? Das war eine sehr gute Frage. Ja. Das ist sowieso ein anderer Humor zwischen Österreich und Deutschland, glaube ich schon. Dass es gibt. Ich habe mal einen Witz, der in Deutschland Knaller ist, in Österreich erzählt, habe aber die österreichischen Vokabeln eingefügt, die da reingehören, damit die Österreicher das verstehen. Nicht funktioniert. Trotzdem nicht funktioniert. Kommt ein Frosch ins Lebensmittelgeschäft, sagt der Verkäufer, guten Tag, was darf sein? Sagt der Frosch, Topfen. Funktioniert nicht. Nee. Ne? Nee. In Österreich, aber in Deutschland ist ja super. In Deutschland ist ja echt super. Auf Deutsch ein super Witz. Echt? Ja. Wenn du es genau mit diesen... Wenn ich sage, kommt ein Frosch... Erzähl mal uns den Witz. Erzähl mal für uns, wie du als Deutscher. Ich erzähl euch noch schnell einen Witz. Ja, bitte. Kommt ein Frosch in einen Lebensmittelladen und der Typ hinter dem Tresen, der Verkäufer, fragt, was darf's denn sein? Und der Frosch sagt, Quark. Oder war das so? Oh, habe ich was vergessen? Das ist ein guter Witz. Der ist super. Ich finde ihn gut. So, jetzt gehen wir mal pullern. Thorsten. Ja. Darf ich für die Gäste den Knopf drücken, dass die Tür aufgeht? Ja, ausnahmsweise. Thorsten ist ein Wahnsinnsbusfahrer. In Zweierreihe. Es ist Freigang. Freigang. Vorsicht, das Kabel. Ja. Juhu. Toll.
fertig. Fertig. Gewaschen. Hände gewaschen. Waschen. Cordula. Noch. Keiner sieht so gut aus wie ich in Unterhemden. So. Bitte schön. Dankeschön. Danke dir. Ah, wir haben nicht angefangen. Danke. So, ich mach die Tür wieder zu. Hallo. Ja. Ach, hey! Du bist ja schon da, Renko. Hi. Was sagt ihr? Da, ich grüße dich. Ja, ich setz mich kurz. Renko, wir haben ein musikalisches Problem. Ja. Es ist kein Problem. Es ist was aber, gibt es denn? Rat mal. Wir wollen was von Roxette hören. Das ist die Lieblingsband von Rollo. Ja. Und Penelopes Lieblingslied. Endlich. Das ist eigentlich der Grund, warum ich Rel Arenko geworden bin. Was für ein Lied? Jetzt sag's. Also ich mag ja alles. Sag's. Ich mag auch alles. Was wollt's wollen wir hören? Wir wollten Listen to Your Heart. Du wolltest. Oh. Ich wollte hören, stimmt. Wir. Du und ich. Ja. Wir wollten das hören. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion when I look in your eyes. The love you build, the love falls apart. The feeling of belonging turns to dark. Listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you go. Tell him goodbye. Yeah. Es hat auch so ein ganz typisches Riff, wo man am Anfang immer schon sofort weiß, ah, das ist Listen to Your Heart, dieses. Jetzt weiß man sofort. Ja, das erwartet man drauf, ne? Ja. Es gibt so ein paar Stücke, da erkennt man sofort am Anfang, was das ist. Zum Beispiel? Was ist es? Zwei Töne. Für Elise. Für Elise von Metallica. Für Elise. Was ist das? Stairway to Heaven. Yes. Stairway to Heaven. Dein Lied. Kennt man sofort. Hallo. Nein, das war vor meiner Zeit. Ah, ja. Um auf Roxette zurückzukommen, das ist ja wirklich 90er par excellence. Hattet ihr auch Bravo-Hits-CDs? Ich habe eine meiner ersten CDs, die ich mir gemerkt habe, war irgendwie so Mega-Hits irgendwas. Na geil. Da war sowas, das ist so, sein Thema. Da war drauf, also Joe Cocker, Summer in the City war drauf und Wickfield. Wickfield? Saturday Night? Ja, klar. Oh, kannst du es anspielen für mich? Didi-da-da-da! Da ist immer so wie so eine Ente dabei, ne? Ja, warte, sowas hier. Stimmt, die stand immer doch nur in sowas, ne? Die ganze Zeit, den ganzen Song. Die stand auch im ganzen Video. Vom stand die doch immer nur vom Spiegel mit diesem Turban da. Hat sie bereit gemacht für Samstagabend. Für Samstagabend. Wo ich schon mal da bin, habt ihr noch ein Stück, was ihr aus den 90ern unbedingt jetzt spielen möchtet? Hören! Nee. Was? Ja, was ich von Christina hören möchte. Oh mein Gott. Ich wünsche mir... Ich bin doch keine Jukebox. Nein, du nicht. Das ist mehr. Er. Das ist er. Ich habe versucht... Unser reeller Rentko. Du Guter. Bei uns in der Schule war es so, dass man nur cool war, wenn man Green Day gehört hat. Und da haben sich auch alle die Haare grün gefärbt. Basket Case. Ja klar, das war die CD. Do you have the time to listen to me, why? Ja, Green Day, das war ja gar nicht, 90er Jahre war ja so Mega-Crunch-Zeit-Ding, oder? Mega-Crunch oder Grunge?
Crunch. Aber es war ja auch damals, war es ja auch immer so, dass alle, ich zum Beispiel, ich habe nie Boyband-CDs gehabt, trotzdem kann jeder mitsingen, glaube ich. Das ist doch... Probieren wir es. Oder? War das alles eigentlich eins? Also so Code and the Act, Backstreet Boys. Ja. So eine Band, alles. Das war, also, und nicht zu vergessen, New Kids on the Block. Oh nein! Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Step by step. Das ist alles, was wir können. Bis Step 1. Ja. Nein, dann reicht, dann ja. Na, dann können wir nicht. Und dann ganz auch von. Und einer singt, we can have lots of fun. Ist es nicht der Erste? Kein Hit, ne? Kennt ihr Chesney Hawks? Ja. Ja. Wobei ich tun will, so. I am the one and only. Gonna get to you, girl. Wollen wir was spielen, wo du den Text gut kannst? Wollt ihr mal unseren Probenraum sehen? Ja! Da ist richtig mit Schlagzeug und allem Pipapo. Echt? Da können wir gerne. Mit allem? Mit alles. Mit alles? Mhm. Bei uns dann will mit ich dahin. Alles. Wollt ihr mit? Jo, los geht's. Nehmen wir einen Hit. Reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Das hat schon der Pumuckl gesagt. Das hat schon der Pumuckl gesagt. Ich stell das hier ab. Bitteschön. Bitteschön. Ich mach die Nachhut. Die Nachhut? Schön so. Eng hier, ne? Ja. Christina, du wärst fast mal in Bau gegangen wegen der wegen eurer Nationalhymne, der Bundeshymne. Ja, da gab es Probleme im Bau, bin ich nicht. Weil das Bildungsministerium dich verklagen wollte? Nein. Nein, das war nicht das Bildungsministerium. Das war die Frau, die das die Frau originale hat gesagt, die Texterin, ihr ist es egal, das Bildungsministerium. Das stimmt nicht. Also nein, das habe ich gelesen. Nein, das war die Texterin, die hat sich beschwert. Nee, die der war es egal. Nein, der war es überhaupt die nicht. Bildungsministerin, das war doch ein Auftrag von Bildungsministerium. Aber die, wieso wollen die denn die verklagen? Das war ja nicht. Ich streite mich doch nicht mit dir. Es ist auch eigentlich... Ist doch nicht wichtig. Nein. Lasst uns lieber musizieren. Ja. Ich höre auf mein Herz. Ja. Weil ja, wir das alle machen. Wir hören alle auf unser Herz. Das go, ist auch wichtig. Ja. Go, go. Gung, go, go. Gung. Lieber Dirty Dancing. Richtig. Ja. Go, gung. Ich hab stundenlang dieselben Gedanken im Kopf. Und sie drehen sich nur im Kreis. Was ist wirklich wichtig? Ich frag mich, was ich eigentlich will, obwohl ich selbst am besten weiß. Ich mach die Augen zu und dann sehe ich, was die Logik nicht begreifen kann. Ich hör auf mein Herz. Ich hör auf mein Herz. Ich will den Verstand verlieren. Es schreit, es weint, es lacht so gern. Uns durch die Nacht fahren, ohne Plan und ohne Ziel. Ich weiß, wir kommen da schon hin. Will auf mich selber hören und meinem Bauchgefühl vertrauen. Wenn ich mir mal nicht sicher bin, ich mach die Augen zu und dann was die Logik nicht begreifen kann. Ich hör auf mein Herz. Ich hör auf mein Herz. Ich will den Verstand verlieren. Es schreit, es weint, es lacht sogar. Es bietet meinem Kopf die Stirn. Ich hör auf mein Herz. Thank you.
mein Herz. Ich höre auf, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Ich höre auf, mein Herz. Ich höre auf, mein Herz. Ich will dich. Toll. Dankeschön. Also, das nimmt einem ja den Atem. Das war schön. Ja, das war sehr schön. Danke. Mensch. Vielen Dank. Danke, dass wir, danke auch an dich, Renko. Danke, ja, dass du uns Dank. Unterstützt hast. Mhm. Ja. Gar nicht viel. Also. Ja. Sind noch andere Aufträge für dich heute? Ich muss weiter. Ja. Ja. Es war mir eine Freude. Ebenso. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Renko, wir sehen uns. Reeller Renko, mein Lieber. Auf Wiedersehen. Tschüss! Au! Renko! Renko! Ich hab das nicht ganz Ja. Habt ihr euch erschrocken? Es ist immer so, und weg ist er. Naja, ich hab noch. Ich guck mal noch, dass wir noch einen Bildungsfilm angucken. Ich fahr mal noch mit Mats ab. Ah! Ich mach so Geräusche, als würde ich laufen. Ja. Als wäre das ein ganz langer Gang. Ah. Junges Gemüse und das volle Möhre. Unbemerkt von der Außenwelt vollzieht sich in den Kleingartenkolonien ein Generationswechsel. Und zwischen all den Laubenpiepern ertönt auf einmal Laubenpop. Kai Parzelle Nummer 137. Wir wollten mit Freunden so eine kleine Möglichkeit zur Stadt haben, einfach mal rauszugehen und ein bisschen zu grillen, ein bisschen zu feiern, unser Essen ein bisschen selber anzubauen. Jule, Parzelle Nummer 117. Unser Opa, der hatte einen ziemlich schönen Garten, wo wir halt gerne im Sommer immer hingegangen sind. Parzelle Nummer 47, Jürgen. Das war 1979, habe ich den gekriegt, im Oktober. Also mich kennt jeder und andere hier, das sage ich offen ehrlich. Ich bin bekannt wie so ein bunter Hund, das sage ich auch. Jürgen ist so eine Art ewiger Gärtner. Um ihn herum in den Parzellen ist Bäumchen wechseldicht. Und seit neuestem gibt es ganz bunte Gewächse. Stadtkinder mit ihrer Sehnsucht nach Natur. Kai hat seinen Kleingarten Eden schon seit er 20 ist. Sein System, kein System. Indem ich versuche, so wenig wie möglich zu machen und die Natur quasi so ihren Lauf lasse, bin ich der Meinung, wächst die von am besten und am gesündesten, wie sie es will. Anarchie, die wachsen lässt und nicht zerstört. Junger oder langjähriger Gartenfreund. Jürgen genügt einen Blick über den Zaun. An der Pflege sehen Sie das 100%. Ich kann nicht gleich sagen, mit jungen Leuten sind noch alte Leute, das sieht man sofort. Weil die jungen Leute... Da liegt mal mehr Spielzeug für die Kinder draußen und dann liegt das draußen. Manche lassen einen kleinen Spaten stecken oder eine Grabegabel stecken oder der Hake liegen. Wir sind es gewöhnt gewesen durch DDR-Zeiten. Alles wegschließen, das kostet ja alles Geld. Jürgen redet Klartext. Es ist trotzdem unverständlich, auch für Jule. Das wird hier schon Ruhezone für mich und kein Partygarten. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte auch nicht, dass die Nachbarn sich darum irgendwie aufregen, Clinch oder irgendwas. Nee. Dafür ist die Stadt da. Die Regeln der Gartenspartaner sind aber längst nicht mehr so streng wie früher. Bundeskleingartengesetz, Auslegungssache. Die Regeln sind jetzt nicht so schlimm, dass man sie nicht aushält. Und andererseits bestehen halt diese Strukturen einfach schon. Diese Schrebergärten sind hier in Leipzig-Halle mit begründet worden. Und wenn die Struktur immer hier ist und das alles schon angelegt ist, warum nicht nutzen? Ein bisschen Trend, ein bisschen Retro-Schick, ein bisschen Suche nach Ruhe und fertig ist die Laube. Man kann das sehen, wie man möchte. Also das muss nicht unbedingt spießig sein. Also es kommt drauf an, was man selber draus macht.
Es ist nicht wichtig, was du aus deinem Garten machst, sondern was dein Garten aus dir macht. Wow, ist das so ein Zen, so eine Zen-Weisheit? Ja. Ja, was hat dein Garten? Von mir. Aus dir? Okay, was hat dein Garten aus dir gemacht? Einen entspannten Menschen. Ja. Ja. Du hast ja hier, wir haben dein neues Album. Ja. Ich halte es mal in die Kamera. Ah, nee, falsch. Das hier. Wir haben es sehr oft angehört. Ja. Deswegen ist es auch noch zu. Das ist das neue Album von Christina Stürmer. Es heißt? Ich schwöre auf mein Herz. Richtig. Das ist ja auch so ein bisschen, ne? Wenn man auf sein Herz hört, dann achtet man auf sich. Ist das so ein bisschen, dass du so auf dich achtest? Jetzt nicht nur, wie du dich kleidest, sondern auch innen, wie du dich innen kleidest. Ja, klar. Ja. Also das ist halt, finde ich, wichtig. Ja. Weil wenn es mir gut geht, dann ist ja alles, dann läuft alles lockerer, finde ich. Ja. Wie wenn ich alles immer nur unter, weiß nicht, unter Druck mache oder weil ich Sachen mache, die ich nicht von Herzen einfach, was sich nicht gut anfühlt, dann ist das immer, das fühlt sich ja dann immer kacke an. Deshalb finde ich das aufs Herz hören immer sehr wichtig, weil dann die Entscheidungen einfach viel lockerer getroffen werden und halt aus dem Herzen heraus. Das hast du dir auch tätowieren lassen, habe ich gesehen. Ja. Schon mal. Ja. Auf dem Bild. Ja. Du hast, ich habe gehört, dass dein erstes Tattoo hast du dir stechen lassen mit 16 und hast die Unterschrift deiner Eltern gefälscht. Ja. Hast du die Unterschrift deiner Eltern stechen lassen? Was? Gefälscht. Nein, mit 16 darf man ja eigentlich noch nicht tätowieren gehen. Ja. Oder also ich nicht, ob man es jetzt darf. Damals war es halt eben eher nicht so. Und da habe ich die Unterschrift von meiner Mama gefälscht. Die ist Volksschullehrerin und deshalb, das war halt sehr einfach, weil die hat nur so Schmulschrift und dann das ging schon. Und dann habe ich mir da irgendwie auf das Schulterblatt mein chinesisches Sternzeichen tätowieren lassen, damals mit 16. Hund. Ich habe es halt dann relativ schnell irgendwie bereut, weil das hat dann, was nicht, das hieß dann anscheinend auch was anderes und das war dann alles so. Mit 16 ist man, finde ich, noch nicht wirklich reif, um so eine Entscheidung zu treffen. Deswegen braucht man die Unterschrift der Eltern. Deshalb, vielleicht deswegen. Ja. Könnte sein. Ja. Was ich dich schon lange fragen will. 1994, als der Niederösterreicher Andreas Goldberger in Planica auf der Skiflugschanze die 200-Meter-Marke, also ne, der war der erste Mensch, der 200 Meter überhaupt erreicht hat und den Sprung nicht gestanden hat. Ja? Es wurde nicht gewertet, der hat den nicht gestanden. Was ging da durch deinen Kopf? War ich 12? Ne? Ja. Also, vielleicht 12. Wie bist du mit dieser Enttäuschung umgegangen? Ich fand das total scheiße. Ja. Das ist für einen Österreicher schlimm gewesen. Für einen Österreicher ist es schlimm gewesen, weil wir sind halt einfach echt verdammt gut in Skispringen außerdem. Ne? Also das ist wir sind da echt verdammt gut. Ja. Wir sind in Skisport prinzipiell sehr gut. Tablet habe ich nicht. Ach, komm zu mir. Danke, Thorsten, dass du diese Kurve so reichhaltig genommen hast. Sehr schön ausgedrückt. Ja, ich möchte nicht. Entschuldige bitte. Ach nein. Es war ein bisschen billig. Ja, ein bisschen. Aber mittlerweile seid ihr ja zu 13 im Bus unterwegs, habe ich gehört. Also wir sind 5 auf der Bühne, also die 4 Jungs und ich. Und dann gibt es ja natürlich auch bei uns noch einen, der... Ein Koch. Und Koch, ein Masseur. Ja. Also ich finde es mit den Jungs sehr, sehr angenehm. Weil es ist auch immer, man fühlt sich halt doch irgendwie... auch ständig so beschützt. Das Gute ist natürlich auch, dass ich immer noch die Chefin bin. Ja. Ich glaube, ich bin aber eine gute Chefin. Wenn du sagst, hau den da mal kaputt, dann geht's dir. Ist sie eine gute Chefin? Ja, natürlich. Gut. Yes. Auf jeden Fall. Nein, ich soll er jetzt immer, sagen, wenn die Kameras an sind? Ich bitte dich. So eine Frage. Also, für ich mich ist halt Harmonie immer sehr wichtig. Ja. Und das, Für uns auch. Ja, das ist Bist also Wohnen auf engem Raum gewöhnt? Ja. Weil du dich jetzt schon ein bisschen, ne? Unsere Laube in unserem Garten ist nicht so groß. Ist nicht so groß. Ja, habt ihr eine Toilette dort oder sollen wir dann in unserem Bus Wir haben so eine, also... Ein Eimer. Mit so einem Herz. Hör auf dein Herz. Das Hör auf dein Herzhaus haben wir. Hinterm Bungalow. Also hinter der Laube. Mhm. Da haben wir aber zwei. Eins für Jungs, eins für Mädchen. Ach so. Das ist ja praktisch. Na klar.
Freut ihr euch ein bisschen schon auf den Garten? Ich bin sehr gespannt. Baut ihr selber Sachen an in eurem Garten? Ja klar. Paradeiser zum Beispiel. Das sind Tomaten. Ist richtig. Für die Zuschauer in Mitteldeutschland, das sind Tomaten. Radieschen. Wie heißt das? Geht ja schnell. Radieschen. Radieschen. Radieschen ist Radieschen bei uns, richtig. Ja. Bei uns heißt es Radieschen. Ja. Und Erdäpfel wollten wir mal probieren. Mit so. Muss dann so Haufen. Die heißen bei uns Kartoffeln. Kartoffeln, genau. Oder Erbung. Bei meiner Oma Erbung. 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 Das kommt wahrscheinlich von Erdbirnen. Glaube ich. Könnte es sein. Ja. Thorsten, sind wir schon da? Wir sind eben angekommen. Ja, dann lass uns den doch mal angucken, ob das überhaupt geht. Ja. So. Ein Pflege. Ob wir den überhaupt wollen. Was habt ihr so angepflanzt? Möhren. Oh. Ingwer. Kokos. Nee, Zwiebeln. Krokus. Krokusmilch machen Krokus. Wir. Alles rein. Ja. Zwiebeln, dann Käsefondue. Wie pflanzt man das an? In so einem Reifen, so einem Autoreifen. Ist das funktioniert? Okay, verstehe. Ja. Und da legt man Käse rein? Ja, und dann immer Erde drin. Lass uns doch mal in den Garten gehen. Gehst du vorn weg? Du weißt, du kennst den Weg. Ja, genau. Ich kenne den Weg, es ist ein Gartenweg. Ich gehe vorn weg. Ich drücke wieder die Tür. Thorsten, darf ich? Bitte. Aua! So, kommt rein, bringt Glück mit. Was ich reibe, ist gut. Ich mach das, duftet so nach Blumen, Rosenblumen. Und Pferdekacke. Ja, wir haben auch Pferde. Also unser Nachbar hat Pferde, der taubstumme Spanier. Taubstumme. So, hier geht's runter. Wir haben noch keinen Weg angelegt. Ah, ja. Wir haben sehr gute Ackerzahlen hier. Es ist schon einiges gepflanzt worden dieses Jahr. Ja. Schildkröten. Das Schaukel. Hollywood. Ja. Wollen wir was kochen? Ja. Machen wir Möhren, Ingwer, Kokossuppe? Das ist ja eine tolle Idee. Ich ernte doch mal ein paar Möhren, Ines. Ich ernte mal ein paar Möhren. Ich mach mal hier schon ein bisschen. Seid ihr gut in so Schneiden? Schnippeln? Ja. Wiegemesser und so? Ja, das schaff ich. Ja, genau. Das schafft er. Habt ihr viel Hunger? Ja, schon. Das sind ja Prachtexemplare. Ja. Oh Mann, ey! Also was halt bei uns schon immer ist, wir gucken immer, dass wir nicht selber kochen. Verstehe. Weil wir müssen ja kreativ sein. Ja. Also wir bräuchten schon jemanden, der für uns kocht. Ja. Also ich könnte meine Mutter fragen. Wir haben ja auch Nachbarn. Oder die gut? Oder der taubstumme Spanier. Der kann der Gazpacho Andalus machen. Ja, oder Paella. Bestimmt. Oh, mittlerweile esse ich ja auch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob der heute da ist. Ich habe die Pferdeäpfel liegen da, aber ob der selber da ist. Der Spanier. Spricht der ein bisschen Deutsch auch? Ich glaube nicht. Nee, wir nennen den der taubstumme Spanier, weil der überhaupt kein Deutsch versteht. Wie von Tom Sawyer. Kennst du? Der taubstumme Spanier? Das ist so eine Figur. Das weiß der aber nicht, dass wir den so nennen. Weil der nicht, das weiß er nicht. Okay. Er versteht das ja nicht. Kocht der gut, der Nachbar? Ich denke schon. Der hat in Villarriba das gelernt. Ja. Paella? Ja. Ja, kann der gut. Klaus? Klaus? Hey! Hola, ¿qué tal? Venga, voy para allá. Sí. Ah, venga, venga. Voy, voy. ¿Quieres comer, eh? Pferde? Ja. Der Pferde. Ja. Hola. 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 ¿Qué tal? Mama. Das ist das spanische. Ja. Dieses Temperament. Das ist das Hola. Südamerikanische. Hola. Klaus. Ah, ja. Klaus. Buenos tardes, amigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ah, comida. Möchtest du. Aber wir Good nicht. Friend. Good friend. Amigo. 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 Buenos amigo. Wollt ihr uns mal ein Lied im Garten vorspielen? Ich koche dabei die Suppe. Das wäre irre. Ja. Gartenparty-mäßig. Ihr kocht, ne? Ich wir kochen und ihr macht Musik. Damit, da macht jeder das, was er gut kann. So, was heißt ein Shaker auf Spanisch? Sekere. Sekere? Sekere. Ah, wow. Cool. Das ist ein richtiges Percussion-Vieh. Ah, das ist ja cool. So. Kannst du hier noch ein bisschen filmen? So. Scheiß Sonne! Was ist das? Unser ein Kuh? Hans Krüger. Hans! Hans, sag mal.
Still, weil wir was. Wir wollen was aufnehmen jetzt. Wir wollen was aufnehmen. Sei mal ein bisschen leise. Musik. Hey Leute, passt auf, eure Ratten fallen in meinen Garten. Das finde ich scheiße. Die Ratten? Ratten, Spaß gemacht. Ihr habt ja keine Ratten. Aber was, pass mal auf, ich habe, Leute, ich habe mich in meinen Hobbykloppen an die Bastelstraße gestellt und ich habe dort entwickelt, da knallt er ab. Ich bin der Erfinder des ersten Holzfeuerwerks. Da geht's! Pass mal auf! Wer ist denn da? Was hat denn so ein hübsches Feuer mitgebracht? Ich will eine Kanone! Du, pass auf jetzt! Ich hab ein Feuerwerk entwickelt. Mein Feuerwerk stinkt nicht, kracht nicht, knallt nicht. Das kannst du in geschlossenen Räumen, kannst du in der Laube abwackeln, kannst du in den Wohnwagen abwackeln und du könnt dann euren Bus hoch abwackeln. Pass auf! Das ist ja nicht uninteressant, den Bus abwackeln. Ja. Okay. Ah! Rakete! Rakete! Oh, Scheiße, hängt! Ja, nimm mal! Danke! Kann man es im Ärmel nehmen? Hier noch eine Rakete! Warte mal! Hier, pass auf! Hier! Feuerwerkskörper, Marke! Komet, mach mal Platz da drüben! Komet! Wow! Alter! Hans! Was ist los? Was wolltest du sagen? Ich hab heute alles gebackt! Das gibt's nicht. Danke. Das hab ich heute alle hier. Darf ich? Ich hab, ja, ich nehme das keine. Leg das Brett aus der Hand. Geht auch so. Ist ja großartig. Ich hab noch mehr, Leute. Hast du mich auch innen? Was ist denn hier los, sag mal? Kann ich mehr. Ist super. Toll. Hans Krüger ist unser Gartennachbar. Ja, Nachbarn. Ja. Kommt ihr klar, wenn das euer neuer Gartennachbar wird? Ist er immer da? Nee, nur am Wochenende. Ja. Beiden. Ich kann nur gerne Musical. Kannst du was Musical-Titel irgendwie für mich singen? Oh je. Aus Cats. Cats? Sie hören nun Millionen Lichter aus dem Musical Cats. Als wäre dein Kopf ein Karussell. Und alles dreht sich irgendwie zu schnell. Die Straßen sind leer und du bist es auch. Als wäre das Leben, das hier einmal war, verbraucht, als ob dort in der Ferne ein weiterer Stern wäre. Der wie du so einsam scheint, doch da sind weit über tausend, denen geht es genauso. Du bist nicht allein, da sind Millionen Lichter in der Welt. Milliarden Farben, sie leuchten so hell. Millionen Lichter über der Stadt, sie bringen uns sicher durch die Nacht. Da sind Millionen Lichter, siehst du sie nicht? Millionen Gesichter, wie du und ich. Wie du und Millionen Lichter in der Welt, Milliarden Farben, sie leuchten so.
Penelope, Christina Stürmer, Olli Rollo, der taubstumme Spanier Klaus. Okay. Ne? In unserem Garten, das ist doch irre. Das ist herrlich. Essen wir noch die Suppe? Ja, ich mixe hier. Guck mal, wie weit ist. Ich hab ja noch was, warte mal, ich hol mal noch was. Ich hab ja noch eine Idee. Ich muss noch was eingefallen. Wieso ist denn hier kein Strom? Hi. Kokosmilch. Ich hab was. Ah, was ist das? Kokosmilch. Sehr gut. So, jetzt wird's geil. So. Es ist angerichtet. Ich setz mich wieder hin. Ja. Die Suppe ist fertig. Echt? Oh, dann müssen wir den Tisch noch abräumen. Lass den Tisch zu. Leg die Instrumente weg. Das ist, wäre schade drum. Ordentlich. Wieso? Ich guck zu. Okay. Ach komm. Nein, so was esse ich nicht. Was? Kriegt erstmal jeder nur ein bisschen. Das ist doch ein Schlammfahrt. Zum Kosten. Mm. Ich sanau dir das. Nimm doch einen Teller. Salute. Ah, salut. 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 Ihnen gib mir mal noch einen Teller. Salut. Bitte schön. Von dem scheiß Zeug hier. Haben wir noch einen Löffel? Löffel, danke schön. Salut. 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 Wie sagt ihr in eurem Land? Prost. Prost. Ja, schönen Augenkontakt, das macht er gut. Ja. Marina. Salut. Ah, wir haben noch Balletti. Ne? So. Aha. So heiß. Wow. Drop it like it's hot. Ui, ui, ui. Ich putze das schnell aus hier, denn Ines, wir müssen uns sputen. Stimmt. Wir müssen uns schon weg, oder? Wir machen jetzt los. Okay. Wir können uns ja noch verabschieden. Wir müssen noch zum Bus. Ja, okay. Wir noch kurz mit. Hans, kümmerst du dich gut um die beiden? Ach, gut, ich kümmere mich. Ich kann euch gut leiden. Doch, irgendwie jetzt. Zum Schluss. Tschüss, hallo. Tschüss. Tschüss. Wieder. Kümmert euch um unseren Garten. Ja, machen wir. Ich weiß, er ist in guten Händen bei euch. Tschüss. Tschüss. Ihr könnt, das war schön mit euch. Ihr könnt alles ernten. Ihr könnt auch umgestalten, ja, aber keinen Steingarten. Okay? Ja. Wir wollen euch aber auch was schenken. Ach so, ja. Ich schenke euch erst noch was. Erst noch was schenken? Ja. Dankeschön. Oder bitte parallel. Ich nehme das schon mal an. Ich schenke dir diesen Anstecker von unserer Band. Darf der da hineingestochen werden? Bitte, ja. In die Haut? Nicht in die Haut. Ja, ich stich so durch. Wow. Und Rollo, du sollst auch nicht leer ausgehen. Ich krieg auch noch was heute. Ein Kronkorken. Oh, das ist aber toll. Ja. Nee, komm. Schlechter Scherz, Rollo. Trag's mit Stolz. Mach ich. Das wird dich auch, wenn hier mal die Bullen kommen, wenn ihr zu laut seid oder so. Einfach das Ding zeigen. Das ist der Fahrschein ins Glück. Wir kleben eure Dinger unten an unsere Wand. Super. Bis bald. Ja. Wir sehen uns. Schöne Zeit. Bis bald. Und viel Spaß auf den Festivals und so. Ja. Einfach, wenn ihr zum Festival wollt, hier vorne raus und dann rechts und dann kommt das alles. Werden wir sehen. Wir machen los. Tschüss. 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 Tschüss, Thorsten. Tschüss. Darf ich zumachen? Gute Fahrt. Bringen Sie sicher in den Urlaub. Ja, ja. Ach Mensch. Tschüss. Es ist. Tschüss. Ja, macht's gut. Zwei. So, jetzt aber. Ehe wir heulen. Tschüss. 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 Gute Fahrt. Oh. Alle, die wir kennen. Ich würde gerne. Tschüss!